Ein freundlichen guten Tag, Nalu. Ich begrüße euch alle herzlich zur nächsten Vorstellung eines Panzers, den ich zwar schon eine Weile besitze, aber trotzdem mit Naschlapp vorstellen will. Und das war das Stichwort für ihn. Genau, ich bin wieder dabei bei dieser Partie in der Grasshopper Gang. Und wir stellen heute den Stuck 3A vor. Wie man sehen kann, eines der ersten Sturmgeschütze, die man so kriegen kann in dem deutschen Forschungsraum. Wir sind jetzt von den Amerikanern weg hin zu den Deutschen. Und es ist aus meiner Empfehlung heraus basierend, weil ich persönlich finde die nämlich ganz interessant. Und wir werden euch anhand dieser Folge mal zeigen, wieso das der Fall ist. Wir sind so aufgeregt. Hurra, ja. Möchtest du diesmal den Teil mit der Panzerung übernehmen? Ja, wir hatten aber erstmal die Details, wollten wir darauf eingehen. Stimmt, Zum ja, Thema ich Panzerschluck vergaß. Sturmgeschütz 3 Ausführung. Ah, das ist halt ein Panzerjäger. Also von den damaligen Verhältnissen, man kann es eigentlich behaupten, es ist einfach eine Pack auf ein Fahrgestell gepackt, aus Kostengründen damals. Naja, Kampfeinstufung ist 2,3, also ihr werdet meistens mit 2er und in ein Team gebracht, beziehungsweise 3ern kann auch passieren. Masse, also es hat fast 20 Tonnen, 19,26 Tonnen. 300 PS bei 3000 Umdrehungen in der Minute. Maximalgeschwindigkeit bis bei 43 Stundenkilometern. Die maximale Neigung ist 41 Grad. Die Turmrotationsgeschwindigkeit 8 Grad pro Sekunde. Ja. Da das Ding eigentlich keinen effektiven Turm hat, man dreht sich halt selbst, ist das halt so eine Sache. Vertikales Richtfeld ist minus 10 bis 20 Grad. Wandpanzerung ist Front 50, Seite und am Heck ist das 30. Turmpanzerung ist ja nicht da, weil es keinen Turm gibt. Es ist halt ein sehr stationäres Geschütz. Durchschlagsleistung beträgt auf 100 Meter 43, auf 500 Meter 35 und auf 1003, 30 Millimeter. Nachladezeit für 4 Sekunden. MGs hat's keine, hat halt nur das Geschütz. So, Genau. dann geh ich jetzt mal. Genau, Panzerung. Kannst du jetzt mal erklären. So, der Stuck an sich ist relativ gut gepanzert für seine Stufe, vor allem für deutsche Verhältnisse. Und zwar ist es bei den deutschen Fahrzeugen so, dass in den ersten Jahren des Krieges, vor allem im Tier-1-Bereich, sehr stark auf Panzerung verzichtet wurde zugunsten von Geschwindigkeit. Der Stuck dagegen hat, im Gegensatz zu allen anderen Panzern, mit 50 mm Frontpanzerung, wie man hier gut sehen kann, an der Front eine sehr dicke Panzerung im Vergleich zu anderen. Auch im frühen Bereich besaß er schon Neigungswinkel, sieht man hier oben in der oberen Kappe über dem Geschütz. Also quasi ganz stark abgehoben von dem roten, sieht man ja diese grüne Kappe hier oben, die ist zwar relativ schwach gepanzert von sich aus mit 11 mm, ist allerdings gut gewinkelt, deswegen kriegen wir da schon mal so bis zu 16 mm raus, ist jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, allerdings reicht das meist auch vollkommen aus für den Panzerungsschutz. Dann haben wir rechts über der Kommandoluke von unserer Sicht jetzt aus, links vom Panzer aus gesehen, auch noch eine relativ starke Anwinkelung von einer 26 mm starken Panzerplatte. Und dementsprechend haben wir frontal gesehen schon mal eine sehr starke Abdeckung. Seitlich gesehen haben wir die normalen Wandpanzerungen von 30 mm. Und am Heck haben wir diese auch vertreten. Und beim Heckmotor haben wir noch eine relativ starke Winkelung und haben dort statt 17 mm 36. An sich alles in allem ein relativ gut gepanzertes Fahrzeug für die jeweilige Kampfeinstufung und für das Tier. Mit einer sehr interessanten Kanone, zu der wir erst später kommen. Jetzt wird erstmal West wieder da was zum Röntgenbild sagen. Ja, wir gehen jetzt mal rein, machen mal die Leute nackig. Gut, zum Röntgenbild. Hier seht ihr jetzt auch wieder genauer, dass das halt eigentlich eine fahrende Pack ist. Die Munitionsreserven befinden sich einmal im hinteren Bereich, sagen wir mal im hinteren Drittel vor dem Motor und einmal auf der, also vom Panzer aus gesehen, rechte Seite, nur wenn man davor steht, linke Seite, einmal vorne eine Munitionsreserve. Bedeutet, das wollt ihr halt nicht unbedingt getroffen haben, ist aber natürlich auch durch die Panzerung, die wir ja gerade eben besprochen haben, sehr, sehr gut geschützt frontal. Seitlich natürlich trotzdem relativ angreifbar, wo ihr halt auf die Ketten zielen müsstet, also wenn ihr den als Feind habt, auf die Ketten zielen. Entweder halt im hinteren Drittel, da wo wir sozusagen ähnlich auf der Positionierung, wo wir den Stuart hatten. Und einmal halt im vorderen Drittel, also na, sagen wir mal so circa. Das ist da halt ein bisschen schwieriger dann auszumachen. Beim Also wenn man da seitlich Beifahrerplatz. nebensteht. Das muss man dann halt einfach wissen. Ja.
Ja, man könnte sagen, entweder schießt man auf den Beifahrer vom Fahrersitz, also von dem Fahrerschlitz, wenn man jetzt gegenüber dem Stuck jetzt nochmal sitzt. Wir machen mal kurz den Röntgenmodus aus. Da sieht man ja die Genau. Fahrerschlitze und da beim Beifahrersitz, also links von der Kanone, wenn man gegen ihn jetzt gegenübersteht, da kann man eigentlich hinschießen. Dort würde man, wenn es gut geht, die Munitionsreserven treffen und dem Stuck eigentlich eine ordentlich mitgeben, wenn man denn die Panzerung durchschlägt. Ne? Wir haben ja gerade erfahren, die ist eigentlich relativ gut gepanzert. Jetzt kommen wir zum Punkt, warum genau dieser Stuck. Weil wenn man jetzt unsere Werte sich angehört hat von Anfang, haben wir ja Durchschlagsleistungen, die sind ja jetzt wirklich prickeln. Ne? Das würde ja Darf selbst ich noch unser... kurz eine Sache sagen? Oh, sicher doch, sicher doch. Geht es noch um den Röntgenblick, denn die ersten drei Leute, wenn ihr mal frontal draufschießen würdet, da habt ihr noch eine relativ gerade Platte, da sind so zwei Einbuchtungen. Da könnt ihr, wenn ihr da drauf zielen würdet, je nachdem, könnt ihr das sogar relativ gut durchschlagen. Dann könnt ihr drei Besatzungsmitglieder auf einmal töten, würde den Panzer halt natürlich ein bisschen Bewegungsfreiheit nehmen und den anderen da, den letzten noch zu treffen, ist mit einem, zum Beispiel einem Russen, nicht besonders schwer, besonders halt durch Explosionsladung etc. pp. Darum ist der halt in Warthunder selber relativ anfällig gegenüber halt so Splittergranaten. Genau, deswegen kommen wir auch gleich zum Waffen, wo ich schon etwas voreilig war. Denn das Fahrzeug spielt man auf langer Reichweite. Das ist jetzt gegen seinen Namen Sturmgeschütz kein Sturmfahrzeug, sondern das lassen wir gut auf gut positionierten Ebenen oder Erhöhungen gegen feindliche Fahrzeuge antreten aus guter Reichweite. Also das heißt, wo wir, sag ich mal, in der, sag ich mal, Reichweite von ungefähr 500 Meter uns gegen das Fahrzeug, gegen das feindliche Fahrzeug bewegen. Weil bis dahin haben die meisten Geschosse aus der Zeit, wo wir spielen, relativ hohen Abfall von Penetrationskraft. Das haben wir ja auch bei unserer eigenen Kanone hier mit 43 mm auf 100 Meter, 35 auf 500 und 30 auf 1000. Ich spiel's gerade irgendwie, ich glaube. Oh. Wie komme ich denn jetzt da wieder drauf am besten? So, ja. Ist okay. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, warum ich diesen Panzer so beziehungsweise empfehle oder interessant finde. Und dafür gehen wir einmal unter die Modifikation und gehen auf die Bewaffnung. Und Die zwar, Hohlladungsgranaten. so sieht's aus. Die Hohlladungsgranaten. Der Stuck hat die erste Panzergranate, die KGR Rot PZ. Die ist grottig. Die kann man in die Tonne treten. Da würde sie selbst mehr Sinn ergeben, als wenn man sie selber benutzt. Denn sie besitzt sehr schwache Werte. Sie ist nicht wirklich durchschlagskräftig. Die hat keinerlei große, gute Werte. Die kann man eigentlich komplett in die Tonne treten, es sei denn, man kämpft gegen die ersten russischen Panzer. Und von daher muss man, wenn man den Panzer zum ersten Mal spielt, sich natürlich mit dem abfinden. Daher rate ich, nachdem man Ersatzteile und Löschzeug erforscht hat, sich gleich den Hohlladungsgranaten zu widmen. Denn damit wird der Panzer wieder stark. Warum? Oder warum sind diese Hohlladungsgranaten so speziell? Es liegt daran, dass Hohlladungsgranaten unabhängig von ihrer Reichweite die gleiche Penetrationskraft besitzen. Das liegt aufgrund von ihrer eigenen Eigenschaft, dass sie halt eben anders als die normalen Panzergranaten nicht darauf hinaus sind, mit hoher Geschwindigkeit ein Metallteil zu durchschlagen, sondern dass sie eben aufgrund von einer Reaktion, einem physikalischen Gesetz und einer chemischen Reaktion eben die Penetrationskraft erzeugen. Und dementsprechend können sie auf egal welche Reichweite 80 mm Panzerung immer durchschlagen. Jetzt natürlich kommt darauf an, Winkelungen und so weiter sind jetzt damit nicht einberechnet. Allerdings gehen wir mal davon aus, wir sehen stehen frontal einem T-34 gegenüber. Dann können wir dem mit dieser Granate schon ordentlich zusetzen. Besser kommt es noch mit der Aufrüstung der 8, also GR-38HL-C. Die hat 100 mm Durchschlag. Ist ein bisschen schwerer als sein Vorgänger. Der Vorgänger wiegt 4,6 Kilogramm, der Nachfolger 4,8. Das hat halt ein bisschen Nachteile, was die Geschwindigkeit angeht. Tut jetzt allerdings nichts zur Sache. Denn mit der zweiten Granate hat er 100 mm Durchschlagskraft und das reicht bei weitem aus, um selbst einem KV-1 Schaden zuzufügen, falls man mal irgendwann gegen die Gegend kommt. Von daher ist das genau der Grund, warum ich diesen Panzer so interessant finde, denn man kann mit dem in jeglicher Hinsicht die meisten Fahrzeuge relativ gut beschädigen. Und dementsprechend rate ich auch dazu, den nicht, nachdem man den schon gleich mal, nachdem man den fertig gespielt hat und sagen will, ja, gleich Stuck 3 Ausführung F, spielen, würde ich den sogar raten, vielleicht noch mal ein bisschen in der Garage zu lassen, um ein bisschen mit dem, na, wie soll ich sagen, klarzukommen, weil der ist meiner Meinung nach ein ganz gutes One-Hit-Wunder, wenn es denn betrifft. Na, muss man da ein bisschen mit der Und du Kanone die richtigen auskennen. Stellen triffst. So. Genau. Jetzt würde ich sogar sagen, bevor wir wesentlich weiter quatschen. Suchen wir erstmal ein Spiel. Genau. Weil wir können immer noch weiter reden und halt, ja. Ja, wir kennen Do das you know ja. what I mean? Ja, die Problematiken mit der Schlachtfindung. Ja, da wir halt größtenteils ausschließlich Simulationen spielen.
Und wir auch noch einen Kollegen jetzt dabei haben, also einen Immer Abonnent, der hatte schnell. mich unter meinen Videos angeschrieben gehabt, ob der mitmachen kann. Also da sitzt er mit drin, das ist der hier, der Niki 5-0 bla und so weiter. Ihr wisst, was ich meine, ihr seht es ja auf meinem Bildschirm. Vielleicht auch auf Naschlaps, ich weiß nicht, ob Ja, das offen hat, die Staffel. ich kann ja hier die Staffel mal kurz aufmachen. Niki 05, was auch immer. Genau, also das ist eine lange Zahl. Das ist mir zu doof. Ja, das muss man sich nicht antun. Genau. Jetzt sieht man aber auch leider eine kleine Problematik von dem Stuck. Man hat halt nur 44 Granaten, wenn Das ist man ein halt die Problem. höheren Granaten getaggt hat. Genau. Also man hat allgemein, der Stauraum beträgt beim Stuck 44 Granaten. Das heißt, man muss mit seiner Munition etwas sparsamer umgehen. Das kommt natürlich mit der Verführung dadurch, dass er eine relativ hohe Feuerrate hat von 33 Schuss. 33 Schuss. 3,3 Klar. Sekunden. Ja, 33 Schuss die Sekunde. Nein, der hatte eine Nachladerate von 3,3 Schuss. 3,3 Sekunden. Ah, der Niki läuft weg. Ja. Lass mal links rum bitte fahren. Jo. Lass mal B beschützen. Ich versuche den mal zu informieren. Noch neben. Ja, Verdammt. können wir hier, ja, können wir gegen B. Genau. Mal sehen, ob er brav ist. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Genau, wir nehmen Verteidigungsstellungen ein, eben drum, weil wir versuchen wollen, unsere Stärken auszuspielen, nämlich den Reichweitenvorteil. Wir bleiben ja mit unserer Penetrationskraft immer gleich, egal wie weit wir schießen. Und eben drum, dadurch, dass wir unsere relativ starke Panzerung haben, die ja halt dennoch durch russische Sprenggeschosse immer doch ganz gut beeinträchtigbar ist oder durch manche andere Geschosse auch, wollen wir natürlich diese wahren und benutzen da auch unseren Reichweitenvorteil. Denn die meisten russischen Fahrzeuge benutzen keine oder haben keine Hohlladung und müssen dann dementsprechend näher rankommen, was uns dann wieder ein leichteres Spiel gibt. Und dementsprechend brauchen wir, was das angeht, auch keine großen Sorgen haben. Ich denke mal, die Lichtung hier oben, wo ich stehe, also auf E6, eignet sich ganz gut für die Verteidigung, weil die genau... E6, ja, du gehst nach E6, ich gehe ein bisschen, ja, hier habe ich auch eigentlich einen ganz guten Punkt. So, mal gleich Lucky Lucky machen. E7. Aber unsere Leute sind relativ schnell schon beim Cap, das ist gut. Das gefällt mir. Mir gefällt's auch. Ah, ich habe Feind gesichtet. T50. Ach, Ah, ein da Feind. ist er. Na, Dieser wo ist er? böse T15. Nee, war ein T28 letztes Mal, ne? Ja, T28 war unser Nemesis. Hey? Wo ist dieser kleine Schweinepriester? Ja, der hat sich in den Hügel verschanzt. Der weiß ja genau, dass er keine Chance hat gegen uns. Ja, yep, ich habe einen Hit rechts gegessen. Ich fahre zurück. Artilleriefeuer auf meine Position. Meine auch. Ich fahr ein Stück nach vorne. Ich lasse ihn aber nicht aus den Augen. Oh, ich ziehe mich allerdings erstmal zurück. Naja, wir können halt nicht das komplett die Stellung halt großartig vernachlässigen. Nee, das sowieso nicht, aber... Jetzt haben wir noch einen kleinen Vorteil beim Stuck, dadurch, dass seine Kanone eine relativ schwache Kraft hat, sind seine Gesch... Toll. Gesch Das war die Artillerie, richtig? Das Ding kam jedenfalls von oben. Ja, dann war es die Artillerie. Ja, das war aber so ein doofer Zufall. Ich bin das Ja. erste Mal durch Artillerie gestorben. Ja, die ist auch in dem Spiel gar nicht so stark, aber... Ich bin Geschützverschluss direkt wieder beschädigt. da. Irgendwas hat mein Geschützverschluss beschädigt, das missfällt mir. Ich wurde gesprengt. T430, 9040, 19... Ja, Ja, okay. das ist natürlich ein gutes Beispiel dafür, wie gut dieser Panzer jetzt ist. Ja, aber muss man halt mit rechnen, eben drum, dass der auch seine Schwachstellen hat und eben gegen modernere Panzer, eben wie der T-34, da hat man halt eben immer das Nachsehen. Aber das ist halt das Leiden der deutschen Fahrzeuge auf dem Tier. Dementsprechend war natürlich doof, wir waren auf dem Servierteller, weil wir da oben halt auf der Lichtung standen. Ausreden über Ausreden. Unser Kamerad hier, unser kleiner Abonnent, der wird hier gerade lang gemacht von einem T-34. Hab ihn seinen Geschützverschluss beschädigt. Ja, ich würde am liebsten dahin fahren, aber ich traue mich nicht, weil sonst jemand auf B rauf fährt. Und ich den Typ hier hinten eigentlich noch in dieser Kuhle unter Beschuss nehmen will. Ja, warte, dann halte kurz, ich rette unseren Kollegen hier. Also der Geschützverschluss vom T-34 ist eben einmal, also der wird da erstmal nicht schießen wollen.
Aber wenn er den jetzt da mitrammt, dann habe ich ein Problem, ihm zu helfen. Beim T-34 immer eigentlich relativ weit unten ins Laufwerk schießen. So, hat es jetzt geschafft? Er hat ihn besiegt, ja. Bam! Hast du ihn bekommen? Ne, ich habe einen anderen bekommen. Ne, ist egal, du hast ja einen besiegt. Das habe ich hier oben rechts beim Ticker gesehen, das ist doch gut. Das meine ich ja. Ich komme jetzt zur Unterstützung. Upsala, das war zu niedrig. Mein Gott, geh doch kap. Ja, er ist down. Okay. Das hat ein anderer Kamerad jetzt zu unserer Rechten. Ein 38T hat ihn besiegt. Aber ist ja gut. Hier geht es ja auch darum, dass man gewinnt und die Position hält. Wird's immer noch gecapped? Ich weiß es gerade nicht. Anscheinend. Unser Team Award B. Ne, wir haben es. Ich bin da gerade hingegangen. Ich weiß nicht warum. Aber ich bleib jetzt hier einfach mal stehen. Und coole Sache. Warum holst du mich? Ich hab dir doch nichts getan. Ja, Hauptsache, wie du da drauf am Rasen bist. Ja, ein bisschen Gas geben. Ach so. Ja. Ich munitioniere mal auf. Ja, ich hab noch gut Schuss dabei. Ja, ich hab noch 33 Kugeln und ich will das ja jetzt mal ein bisschen noch verlängern, dass wir hier... Ja klar, wenn man schon kann, mitnehmen, ne? Ja. Mache ich auch gerade. Informieren wir mal unseren Kollegen. Laden kurz neu. Ich hoffe, der versteht, was ich damit meine. Hoffen wir jetzt einfach mal. Instinktiv. Sollte aber. Reparaturen ohne Warum können wir den A-Punkt nicht sehen? Auf der Karte? Der ist bei H3I3. Der war doch eben mitten auf der Karte, oder? Das ist quasi wie so ein Vorpunkt. Ah, jetzt hab ich's gerafft. Das ist so ein bisschen wie so Lagerung. Flagge erobern oder so. Ja, genau. Erste Phase, zweite Phase. Mhm. Haben wir gerade eben Man of War noch gehabt. Hm. Was? Hast du da etwa verloren? Sei du mal ganz ruhig. Ja, was kann ich dafür, dass ich die Japaner spiele? Ah ja, ich hab's dir gesagt. Aber wenn ich wage, bin ich gewinnt. Ja. Bin ich absolut deiner Meinung. Abi-Spieler, ja. Ja. Jetzt irgendwelche Ausreden wieder, ne? Jetzt ist natürlich der Computer schuld und so. Es liegt daran, dass die Soldaten wieder ihre Panzergranaten nicht werfen. Ach so, ja. Kennen wir alles, ne? Kennen wir alles. Ah, da hinten am Arsch der Welt. Ja, LOL! Beim ersten Schuss habe ich sogar mal getroffen. Ja, ist doch super. Der Panzer ist aber weggefahren. Die Grasshopper Gang kennt keine Gnade. Ach, ich glaube, der Nick hat das nicht leider reingehauen. Grasshopper. Das ist halt kein vollwertiger Grasshopper. Ich habe jemanden in Brand gesetzt. Du da. Obwohl ich ihn nicht gesehen habe. Oh, unser Kamerad wurde durch den T-34 gesprengt. Und ich habe niemand anders gesprengt. Das ist doch super. Schau mal bei E5. Da scheint ein Kontakt zu sein. Ja, ich weiß. Da bin ich gerade auf dem Weg hin. Ja, ich weiß. Ich behalte ihn von der anderen Seite. Ich weiß, es ist ein bisschen riskant, aber hier haben wir auf der Lichtung unsere Kameraden. Da sollte es eigentlich ganz gut gehen. Hm.
Ich sehe kein Ziel. Ah, doch, 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 ich sehe es, ich sehe es. Pass auf. Ah, ich habe zu schnell geschossen. Nein. Bitte. Lass mich, hilf mir. Oh, oh, nee, oh. Nice. Aber der Spuk ist noch nicht vorbei. BT-7 im Anmarsch. Wo? E4. Der rast damit keine Ahnung wie viel Karacho vorbei. Ah, da hinten. Ja toll, jetzt ist mein Dingens beschädigt, ne? Mein Turm. Welcher Turm? Ja, ja, ich weiß, aber dieses... Die Aufhängung, sag ich jetzt mal so. Heute im Benja. Wo ist denn der? Da. Was, Niki wieder? Ja, oh. der weiß halt, wie man die Munition... Er hat auch schon... Ja, der stimmt, der ist hinter mir, ne? Meine Muni durchbricht 100 mm. Ja, ja, der hat halt die Hohladungsmunition drinne. Von der ich sprach. I know. Ich muss tiefer schießen. So, meiner. Ich hätte ihn gern gehabt. Wir haben nicht mehr so viele Panzer, ne? Müssen aufpassen. Das Gegner-Team aber genauso wenig. Wie man gesehen hat, ein T-34 hat ohne Probleme, oder beziehungsweise in solchen Gefechten, wo der Stuck zum ersten Mal trifft, also Ersttrefferwahrscheinlichkeit eben auslebt, hat der T-34 selbst Nachsehen und das ist eben eine sehr schöne Tatsache. Und ich sehe da gerade hinten eine... Es ist 30, aber die wurde gerade schon kalt gemacht. Das ist ein Fahrzeug vom Feind ist am Leben, nämlich das von Darkmaster. Da müsste aber noch ein Mauler sein. Oder nicht? Mauler? Nee, der Mauler. Doch, stimmt, da. Mauler hat auch noch eins. Ha, gesehen. Da waren ein paar. Darkmaster ist auch. Achso, der Darkmaster war das eben der eine, oder? Ja. Mal gucken, ob ich noch ankomme. Motor ist ein bisschen was beschädigt, glaube ich. So wird's auch ankommen. Oh, oh, Getriebe ist am Arsch. Meine Leute sind am Arsch. Ich glaube, die Munitionsreserven sind auch leicht angehittet, sind grün. Dann wurden sie schon mal getroffen, ja? Dann kann das sein, dass sie beschädigt sind. Hab ihn. Mano. Dä. Lasst mir auch was übrig, ihr Schweine. Mal sehen. Ich glaube, ich noch eine Assist 30 im Hinterbereich. Ey, mein Panzer schießt. Macht so langsam alles. Na, flankieren hier, damit unser Kamerad. Also, das Problem ist, dieses 30 ist quasi so eine andere Art des Stucks. Die hat nämlich eine richtige Panzerabwehrwaffe. Lol, ich hab grad zwei Schüsse hintereinander gemacht. Ist ein Anzeigefehler. Hab ihn. Och Mann, oh. Ja. Cheater, wo bist du? Ich spring dich um. Ja, dann darfst du aber gut die Reparatur zahlen, ne? Echt? Darf ich das? Ja, da kriegst du Abzüge. Und nicht gerade wenig. Ah. Da. Ist es mir das wert? Versuche ja zu kriegen. Ich kann nicht zielen. Das Problem ist, also, wie gesagt, diese Aufhängung ist kaputt. Also, mein Visier, ja, ich brauche so lange, um nachzuziehen. Tja. Mein Panzer ist halt schon etwas, ja, ich sag's mal so, beschädigt. Naja, es hat doch gereicht. Wir konnten ganz gut demonstrieren, wie der Stuck souverän sich seinen... Na, wie soll ich sagen, sich durch die feindlichen Horden sein Weg. Das war auf jeden Fall ein idealer Kampf dafür. Ja. Besonders auch hat... Boah, Alter, wie viele Dinger habe ich jetzt hier bekommen? Ja. Zeigt aber auch besonders seine starken Schwachstellen. Wenn halt ein Panzer relativ schnell auf einen zugerast kommt... Ist man halt aufgeschmissen. Man kann sich nicht so schnell drehen. Und hätte hier mein Kollege, der Niki, nicht halt schnell genug reagiert und den Panzer in die Luft gejagt, dann hätte das...
ganz locker flockig ganz anders ausgehen können. Und dann kommen wir noch zu einer Sache, dann bitte ich dich nochmal kurz in den Panzerungsmodus zu gehen. Ich hatte ja anfangs gesagt, die Deckpanzerung wäre ja nicht schlecht. Das Problem ist ja bei der Deckpanzerung, das hat man bei mir ganz gut gesehen, steht man ein bisschen auf einer Schräge, ist das das ultimative Ziel. Da kommt alles durch. Dann braucht man auch keine große Kunst, einfach durchzuschießen, dann kommt man ganz schnell zur Munition. Das war der eine, Oder zum Beispiel, das war perfekt mit der Granate, die auf mich eingeschlagen ist, die von oben gekommen ist. Die ist genau. Im vorderen Bereich eingeschlagen, sozusagen, da durchgeflogen und dann halt direkt auf die Munitionsreserve. Ja. Er ist halt ein bisschen ungünstig. Also man muss halt beim Stuck schon aufpassen, aber wenn man ihn halt richtig spielt, so wie bei West und ich, so in der zweiten Phase des Spiels, dann kann man mit dem schon ordentlich was reißen. Also dann kann man mit dem auch, selbst gegen T-34, die ja verhasst sind, bei den Deutschen, lockerflockig gewinnen. Das ist dann kein Problem. Da musst du halt einmal durch den Turm schießen, dann zerstörst du das Kanonen, den Geschützverschluss, so. Oder halt direkt auf die Munitionsreserve, da fliegt der One-Hit in die Luft. Also nach unten durch beim Panzer, ne? Beim T-34, ja. Ganz wichtig zu merken, nicht irgendwie versuchen, da durch den Turm zu schießen wie ein Blödmann, sondern immer schön nach unten. Ja, wir können mal ganz kurz den T-34, glaube ich, mal anreißen, nur. Also nur halt von, wo man hinschießen muss. Nicht halt allgemein, weil wir haben ja eh kein T-34 und die werde ich auch wahrscheinlich niemals freispielen. Ich weiß nicht, ich werde es mal sehen. So, T-34, 1940, L11, das ist jetzt eigentlich unser Gegner gewesen. T-34? Also T-34, 1940, L11. Das, ich wollte gerade sagen, der hier ist das nicht. Das ist der erste, den kriegst den erste unter dem BT-7. T-50. Ja. No. Ist schon in Ordnung. So, dort gehen wir unter Vorschau. Gucken uns den Röntgenmodus an und da sehen wir, die Besatzung sitzt förmlich auf oder steht förmlich auf ihrer Munition. Das heißt, wenn man jetzt. Sekunde. Ja, so. Klar. Also, wie man hier sehen kann, die Besatzung steht förmlich auf ihrer Munition. Und seitlich von denen ist auch Munition. Das heißt, wenn ich in den unteren Kampfraum schieße, sei es seitlich oder von vorne, dann zerstöre ich den Panzer, aber nicht durch den Turm. Der Turm ist quasi nichts wert außer der Geschützverschluss. Wenn man den T-34 ungefährlich macht, dann geht man auf den und konzentriert sich danach auf den Kampfraum. Panzerungstechnisch würde das jetzt natürlich den Rahmen sprengen, das jetzt groß zu erläutern. Das ist jetzt auch nicht Thema. Es ging um den Stuck und der hat sich in dem Video eigentlich, denke ich mal, ganz gut behauptet. Richtig. Gut, dann Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn wir wieder mit dem nächsten Panzer weitermachen. Bis dann, ciao. Bis dann, die Grasshopper Gang geht weiter. Sie hüpft weiter. Mhm.